Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Heute haben wir Halloween und ich möchte mit euch so ein niedliches Hütchen basteln. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, eine Fledermaus und hier habe ich einen Kürbis versucht zu gestalten als Hutform. Jetzt möchte ich noch so ein Hermann Monster basteln. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Bleibt einfach dran. Hier habe ich meine Fledermaus noch einmal. Die habe ich vorsichtig einfach mit beidseitigem Klebeband aufgeklebt. Die lege ich jetzt mal schön zur Seite. Als nächstes brauchen wir diese Büttenrand-Stanzform im Kreis. Und zwar einmal den größten Kreis. Also für mein Hermann brauche ich Folgendes, und zwar zwei Kreise in Apfelgrün mit dem größten Büttenkranz. Den einen müssen wir zwischendrin ausstanzen, und zwar ist das der 1, 2, 3, 4, 5, 6, der 8. Und dann braucht man sozusagen noch einen schwarzen für die Haare von Hermann Monster. Das braucht man erstmal später und das braucht man jetzt. Und da muss ich schauen, dass ich jetzt hier mir den Mittelpunkt rausfinde. Für später brauchen wir hier noch rundherum eine Klebelasche. Und auch gleich ein bisschen mit den Fingern formen. Ungefähr hier wird auf und auf der anderen Seite. Hier. Also schneiden wir dann hier ein bisschen ein. Der Hermann Monster hat ja so seltsame, lustige Haarkranz. Seite wird dann auch mit Flüssigkleber, beidseitigem Klebeband natürlich, aufeinander gelegt, geklebt. Den tue ich jetzt mit Flüssigkleber aufkleben.
mal vorsichtig vielleicht einen halben Zentimeter abschneiden. Pi mal Daumen. Das sollen ja die Haare werden vom Herman Munster. Und die können wir jetzt aufkleben. Die müssen ja nicht unter den Hut sozusagen abstehen. Dann können wir das hier mal so biegen und aussieht, ist fast wie ein Groß, glaube ich. Mal schauen, denn hier, wenn hier reinbekommt. Nicht so ganz. Braucht man also noch ein bisschen größeres. Größere Teil. Das passt hier ganz gut. Jetzt hätten wir doch nur die eine nehmen sollen. Ja. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall unser beidseitiges Klebeband. Ziehen uns das natürlich ab. Setzen unser Hütchen oben drauf. Vorsichtig. Ich habe hier noch eine Manschette vom anderen Teil. Ja. Die dann besser so drauf und die doppelt klebt. Jetzt brauchen wir unsere Augen.
brauche ich ja auch noch einen Kreis. Da habe ich jetzt nochmal Apfelgrün, aber den nächst kleineren reicht mir ja dafür. Den stanze ich schnell aus. Da ist er. Den drehe ich jetzt vorsichtig um und klebe ihn schön dickflüssig auf meine, ein Unterteil. Als nächstes nehmt ihr so einen Reifen für die Haare, ein Haarreif. Da klebt man einfach seitlich oder vor oben drauf, je nachdem wie ihr wollt, ein Stückchen beidseitiges Klebeband. Wenn ihr es intensiver haben wollt, nehmt ihr Heißklebepistole, das hält auf jeden Fall. Vorsichtig abziehen, dann setzt ihr dieses Teil mittig hier auf und schon habt ihr eine kleine Haardeko für Halloween. Ich hoffe, die Idee für Hermann Monster oder eine Fledermaus hat euch gefallen und ihr schaut mir beim nächsten Mal wieder zu. Bis dann, eure Nadel. Tschüss!